Zum Mittwoch ein kleines Update, erstes Video für die Woche hier. Ich habe mich mit Absicht ein bisschen zurückgehalten, denn ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Also Reizhusten, Nase und so, ne? Also Erkältung ist am Abklingen, das ist schon mal das Gute. Ich möchte natürlich bis Freitag fit sein, ganz klar. Aqua Expo steht an, alle 3 Tage möchte ich ganz gerne da sein. So ist es zumindest ganz fix eingeplant. Macht aber eben auch keinen Sinn, wenn man nicht fit ist. Ne? Deswegen habe ich mich die letzten Tage einfach mal ein bisschen zurückgehalten, mal nichts gemacht in dem Sinne. Wobei, nee, das ist völliger Blödsinn, nichts gemacht natürlich nicht. Aber eben Stimme schon, keine Videos machen, alles mal ein bisschen lockerer angehen. Und vor allen Dingen alles mal, was so die letzten Wochen passiert ist, auch mal so ein kleines bisschen verarbeiten. Terra Natura, der Besuch in Tschechien natürlich, einige Eindrücke immer noch, die mir da im Kopf herumschwirren. Es gibt ja auch noch Videomaterial, was ich noch bearbeiten müsste. Also 1 bis 2 Videos werden da mit Sicherheit noch folgen, was ich noch an Material habe. Dann natürlich der Besuch beim Klaus letzte Woche, war auch super interessant. Leider technisch nicht ganz so funktioniert. Ne? Der Fokus war schon nervig. Also ärgert mich ohne Ende. Ne? Da hast du so eine Gelegenheit. Wolfgang Löll war auch mit dabei. Und dann haut die Technik nicht hin. Aber so ist das manchmal. Ne? Man hat eben nur diesen einen Versuch und wenn dann nichts Besseres vorhanden ist am Material, dann muss man irgendwie damit leben, was eben da ist. Ich hoffe mal, auf der Aqua Expo läuft es ein bisschen besser, weil ich habe ja schon nach dem Mittwoch wieder gefilmt von hier. Letzte Video war, glaube ich, letzte Woche Donnerstag oder Freitag. Da hat es ja dann auch wieder hingehauen mit dem Fokus. Also von daher bin ich mal ganz guter Dinge, dass das Ganze dann ab Freitag wieder ordentlich funktionieren wird. So, wir machen jetzt aber dennoch mal einen kleinen Test und gehen mal so ein bisschen bei mir hier drüber, denn bei den Pastellgondeln, da gibt es in jedem Falle ein paar Neuigkeiten. So, die Pastellgondeln, sie haben es getan, diesmal als Pärchen oder beziehungsweise das erste Gelege ist jetzt vorhanden eben als Pärchen. Die sind ja vorher als Trio unterwegs gewesen, dann hatte ich ja beim letzten Gelege ein Weibchen rausgenommen. Aus dem Gelege ist damals nichts entstanden, aber jetzt eben das erste Gelege als Pärchen. Und da bin ich in jedem Fall sehr, sehr gespannt, ob es jetzt diesmal funktioniert. Ich versuche mal hier in die Höhle entsprechend rein zu leuchten. Ja, er ist sogar gerade in der Höhle unterwegs. So, das ist immer eine kleine Herausforderung hier, was die Filmerei angeht. Ich habe mir eben das Moos ein kleines bisschen weggenommen. Dabei ist er auch aus der Höhle geflüchtet und da oben an der Decke, ne, sehen wir, glaube ich, ziemlich eindeutig ein neues Gelege. Ja, da bin ich in jedem Fall sehr gespannt, ob es diesmal funktioniert, ob wir diesmal dann noch kleine Pastellgondeln sehen werden. Wäre natürlich wunderbar, ne, wenn es jetzt eben hier mit dieser Veränderung eben nur noch als Paaransatz dann endlich mal funktionieren würde. Ja, der stolze Papa, da ist er. Ja, das sind schon tolle Tiere, also von der Zeichnung her, von der Färbung her, absolut tolle Tiere. Ja, alles mögliche drin an Farben. Ja, wenn er sich so präsentiert, ja, die Flossen mal so richtig spreizt, also das ist schon ein richtig hübsches Kerlchen. So, ich will ihn jetzt auch gar nicht großartig länger stören. Legt mal wieder das Moos zurück vor den Eingang, damit er ordentlich, ja, Deckung und Schutz in dem Sinne hat. Ne? So. Dann wollen wir ihn mal nicht länger stören und ich hoffe mal, dass es diesmal ein bisschen besser funktioniert als bisher. Ja, ich bleibe diesmal vorsichtig optimistisch, ne, dass es diesmal hinhaut. Also Versteckmöglichkeiten sind natürlich ausreichend da. Ne? Das Becken ist komplett bewachsen. Mit der Pogostobon quadrifolius überall liegt auch ein bisschen Moos quer verteilt, insbesondere um die Höhle herum, sodass Jungtiere eigentlich auch direkt flüchten können. Auch hier hinten im Hintergrund, in der rechten Ecke, ich hoffe mal, das kann man hier so einigermaßen erkennen, auch da liegt einiges an Moos. Da im mittleren Bereich habe ich nochmal ordentlich was eingepackt, also eigentlich überall ausreichende Versteckmöglichkeiten, dass sich Jungtiere entsprechend zurückziehen können. Und mein Ansatz wird natürlich weiterhin sein, die auf natürliche Art und Weise dann auch, ja, zum einen entstehen zu lassen und eben auch großzuziehen. Ne? Und dazu gehört aus meiner Sicht eben auch der Verbleib Minimum der Elterntiere, ganz klar. Normalerweise Brutpflege ist bei den Pastellgondeln schon ein Thema, das können die, ja, aber sie können es eben auch verlernen. Und genau das Problemchen haben wir hier.
Nachzucht wahrscheinlich irgendwas XYZ oder sowas und dann wird es entsprechend ein bisschen schwieriger. Ja, ist leider so. Aber gut, ich hoffe mal das Beste und wie gesagt, ich bleibe vorsichtig optimistisch, dass es diesmal funktioniert. Ja, der Fokus scheint bis hierher zu marschieren. Ja, so wie der Hund durch den Flur. Haben wir gerade irgendwie gehört, glaube ich, im Hintergrund. Schauen wir eben noch mal ganz kurz hier unten bei den Bitterlingsbarben vorbei. Nachwuchs leider noch nicht. Moosberge ohne Ende, also Taiwan-Moos, ja, ist auf einem massiv guten Weg unterwegs. Also das, glaube ich, kann man nicht anders sagen. Es wächst und gedeiht vor sich hin, ohne dass ich hier irgendwas mache. Ne? Also Düngung, Fehlanzeige, das Becken lebt eben von den Nährstoffen, die auf natürliche Art und Weise entstehen. Und ja, dafür muss ich sagen, na, hat sich das Becken mittlerweile dann auch richtig ordentlich von der Bepflanzung her entwickelt. Auch hier die Efeutute Enjoy, na, wächst und gedeiht richtig schön. Also überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Und ja, die Tiere sollten ja eigentlich jetzt demnächst ein neues Zuhause bekommen. Na, ein 1,20 Meter Becken, was geplant ist, was aber nicht da stehen wird, wo es eigentlich geplant war. Gehen wir mal ganz kurz rüber ins Wohnzimmer. Ich will es euch mal eben ganz kurz zeigen. Nehmen wir vorher noch mal ganz kurz das Juwel Lido 120 mit, also das Beta-Projekt. Auch hier noch mal ein kleiner Fokustest. Ja, das schaut soweit erstmal völlig in Ordnung aus. Ne? Caltech-Bärblinge jetzt nicht irgendwie Schwierigkeiten, dass die fokussiert werden. Ich denke mal, die sind einigermaßen scharf drauf. Klar, beleuchtungstechnisch könnte ich jetzt hier noch mal ein bisschen was nachkorrigieren, aber ich bleibe erstmal ganz easy im Automatikmodus unterwegs, um einfach zu schauen, hier möglichst reibungslose Aufnahmen dann auch am Freitag, Samstag und Sonntag von der Aqua Expo euch rüberbringen zu können. Dornaugen hier unten, ja, auch das klappt wunderbar. Hier im Gebüsch der Schießmotoglottis pretori gleich die nächste. Ja, das klappt schon wunderbar. Also hier mit dieser Bepflanzung im Vordergrund viele, viele Versteckmöglichkeiten für die Dornaugen und da zeigen sie sich auch regelmäßig. Ja, ich sehe gerade links muss ich noch mal irgendwie ran. Ne? Ich wollte ja an die Seitenscheibe schwarze Folie ziehen, damit eben nicht ständig diese Spiegelung hier einfällt. Ja, von der Shiros A451 aus dem Nachbarbecken. Also da muss ich in jedem Fall nochmal ran, weil diese Spiegelung da, dieses einfallende Licht, das stört mich dann schon ein kleines bisschen. Kampffisch da oben, auch der ist gut drauf, alles okay soweit, ja, nur um das eben auch mal ganz kurz mitzunehmen. Ja, das kleine Nachbarbecken hier soll ja dann besetzt werden mit den Red Sakura Garnelen, das wird in jedem Fall auch so passieren. Auch da muss ich dann noch mal ran vorher, mal so ein bisschen Moos zurückschneiden, Krapi-Moos. Ja, hat sich auch ganz toll entwickelt. Also dafür, dass ich hier nichts mache an dem Becken, kein Wasserwechsel, noch nicht mal die Scheiben geputzt, überhaupt keine Ablagerung, keine Schwierigkeit mit irgendwelchen Algen. Die Buzifalanderen schauen okay aus. Also das geht auch in jedem Falle auch in die richtige Richtung und wird sicherlich auch noch ein bisschen zulegen vom Pflanzenwachstum her. Sobald eben dann die ersten Bewohner eingezogen sind, beziehungsweise dann die ersten Garnelen eingezogen sind. Ein paar Schnecken sind ja schon drin, wollen wir an der Stelle nicht unterschlagen. Auch Schnecken sind natürlich Bewohner. So, ja, vom Flur ins Wohnzimmer. Und hier war ja eigentlich das 1,20 Meter Becken geplant für die Bitterlingsbarben und eventuell für die Pastellgrundeln. Allerdings, ja, ich bin und bleibe vorsichtig optimistisch. Es hat sich ein bisschen was ergeben. Es kann sehr, sehr, sehr gut sein. Oder ich gehe mittlerweile auch schon fast davon aus, dass das 1,20 Meter Becken dann in einem Studio stehen wird. Was gleichzeitig bedeuten würde, das Kallax-Becken hier, das 100-Liter-Becken wird hier stehen bleiben, alleine stehen bleiben, würde ich dann entsprechend herrichten für die Kardinalfische. Damit will ich auch eigentlich jetzt demnächst starten, eventuell sogar morgen schon. Wird eine relativ einfache Nummer werden, will ich erstmal überhaupt gar keinen größeren Aufwand gehen. Sind ja aktuell noch hier in dieser Plastikbox eingebracht, die Tiere aus dem kleinen Miniteich vom Garten.
Und die sollen das 100 Liter Kallax-Becken bekommen, weil sich eben ja, für das 1,20 Meter Becken eine komplett andere Möglichkeit sehr wahrscheinlich ergibt. Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich glaube, das trifft es am allerbesten. Ich bin natürlich innerlich euphorisch ohne Ende. Ich will allerdings noch so ein bisschen zurückhaltend an die ganze Sache rangehen. Denn die letzten Wochen waren doch schon sehr, sehr prägend. Also gerade das Thema mit dem Keller, Garten in Kombination, diese 5, 6 Wochen Hinhaltetaktik, die da gefahren worden ist, Energieverschwendung, Planung, Zeit, die ich da investiert habe, quasi für nichts unterm Strich. Alles sehr, sehr ärgerlich gelaufen. Aber jetzt scheint es so zu sein, als dass das Glück mal so ein kleines bisschen auch wieder zurückkommt. Ich war am Montag schon mal schauen. Also Besichtigungstermin Nummer 1 habe ich schon hinter mir. War von der Räumlichkeit absolut angetan. Das wäre knapp 30 Quadratmeter oder ein bisschen was über 30 Quadratmeter sogar in einem Keller. Separater Zugang. Ja, Strom, Wasser, alles ist vorhanden. Toilette ist vorhanden. Selbst eine Kochmöglichkeit wäre vorhanden. Also von den Gegebenheiten her mehr als ausreichend, um da mal was vernünftig in aller Ruhe auch aufbauen zu können. Und ja, aktuell stehen noch ein paar Möbel in diesem Kellerraum. Ich soll morgen noch mal vorbeikommen, also wir wollen uns morgen noch mal treffen. Dann soll ich entscheiden, was raus soll und was nicht. Da ist noch ein Schreibtisch drin, ein paar Regale stehen noch drin. Also da könnte man rein theoretisch auch noch ein bisschen was von verwenden. Das schaue ich mir morgen noch mal in aller Ruhe an. Und dann soll der Rest entsprechend ausgeräumt werden. Und dann wäre die ganze Geschichte ab dem 15.10., also ab nächste Woche Dienstag, schon quasi bereit zur Übergabe. Ja, manchmal kommt es irgendwie schneller als gedacht. Wie gesagt, ich kann es momentan noch nicht so wirklich greifen. Dafür war die Enttäuschung in den letzten Wochen dann doch ein bisschen zu prägend. Ich bin da einfach so ein Mensch, ich lasse das ziemlich nah an mich heran, wenn ich da vor allen Dingen so eine menschliche Enttäuschung, ja, dann auch mitmachen muss. Deswegen, also ich glaube, das war eine ganz vernünftige Entscheidung, da auch dann zu sagen, Garten kannst du nächstes Jahr behalten. Der ist jetzt sauber gekündigt. Und ja, alles andere, was sich dann ergibt, na, in den nächsten Monaten in Richtung Garten eventuell. Schauen wir einfach mal. Für die Kinder natürlich ein bisschen blöde, aber jetzt haben wir sowieso erstmal Herbst, Winter, von daher ist es da eh kein Thema. Und mit dieser Möglichkeit eben in einen Keller auszuweichen, hier mit ja, der halben Aquaristik und oder sogar auf Dauer gesehen ein bisschen was mehr, wäre natürlich ein riesiger Schritt nach vorne. Meine Frau ist ja im Homeoffice, das heißt also, wenn sie morgens am Arbeiten ist, kann ich ja schwierig mit der Kamera in der Gegend rumlaufen, wäre ein bisschen blöde, währenddessen sie da in der Telefonkonferenz oder in einer Videokonferenz sitzt. Von daher kollidiert das Ganze immer so ein bisschen und Familienleben ist da auch ein bisschen schwierig. Ne? Also meine Frau ist auch jetzt mit den Jungs unterwegs, damit ich einfach diesen Zeitraum habe und hier mal so ein kleines Filmchen machen kann. Es ist echt kompliziert die letzten 2 Jahre gewesen. Und diese Möglichkeit wäre natürlich ein Riesenschritt nach vorne und wir würden ja Zentner an Last quasi von Ballast endlich mal von der Seele runterrutschen und es könnte mal in Ruhe, einfach mal ganz in aller Ruhe auch was aufbauen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ja? Und alles Themen, alles Dinge, die bisher nicht wirklich machbar gewesen sind. Zeitlich hat sich immer alles überschnitten. Meine Frau morgens am Arbeiten. Ich konnte dann ab nachmittags loslegen, wenn sie mit den Kindern unterwegs gewesen ist. Zeit für die Jungs gemeinsam war auch nicht wirklich da. Das war schon ein harter Preis, den wir da die letzten Monate haben zahlen müssen. Aber ja, aus dem Nichts ist was entstanden. Ja, und die Reise hat erst begonnen. Die Geschichte ist längst noch nicht fertig erzählt und wie das Ganze weitergeht, ich halte euch da auf dem Laufenden beziehungsweise nehme euch bei der kompletten weiteren Entwicklung sehr, sehr gerne mit. So, ich würde sagen, mit ein paar Einblicken aus dem Projekt Bachlauf Aquarium, was im Übrigen natürlich hier stehen bleiben wird. Na, da wird es keine Veränderung geben. Das machen wir auch fertig. Das wird noch richtig hübsch gemacht. Bepflanzung hat am Samstag nicht so ganz funktioniert. Meine Frau wollte ja eigentlich oder sollte mir eigentlich aus dem Hornbach ein paar Pflänzchen mitbringen. Allerdings die In-vitros, die ich haben wollte, Online-Bestand stand, ja, sind verfügbar, waren dann keine mehr da. Und bei den Top-Pflanzen habe ich dann nach einer kurzen Videosequenz, die sie mir geschickt hat, dann dankend abgelehnt. Also irgendwelche total algenüberzogene Pflanzen mit schon überwiegend glasigen Blättern, also schon sehr, sehr wild, was der Hornbach da teilweise leider Gottes bei uns im Angebot hat. Deswegen habe ich da erstmal auf die Pflanzen verzichtet. Schauen wir mal, vielleicht ergibt sich da auf der Aqua Expo etwas, um dann hier auch pflanzentechnisch nochmal so ein kleines bisschen was nachzulegen. Und das Ganze hier entsprechend hübsch zu machen.
ja, wie gesagt, das Becken wird in jedem Fall hier stehen bleiben. Das 100 Liter Kallax-Becken dann für die Kardinalfische. Das Lido 120 draußen im Flur würde stehen bleiben und auch das kleine Becken nebendran. Dann hätten wir 1, 2, 3, 4. Eventuell kommt dann nochmal ein fünftes mit dabei. Aber das 1,20 Meter Becken plus das Regal, auch der Blue Cube, ja, die würden dann entsprechend schon mal direkt mit ins Studio abwandern. Und was soll ich sagen? Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Tage passiert. Bis Dienstag ist ja auch nicht mehr so lange hin. Und wenn das alles wirklich so hinhauen würde, dann wäre das Ganze natürlich eine megamäßige Erleichterung für uns alle irgendwo. Wie es weitergeht, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich würde sagen, für heute machen wir erstmal ein Deckelchen drauf. Eventuell geht es morgen weiter mit dem 100 Liter Kallax-Becken. Das dauert schon mal so langsam, aber sicher dann auch was einlaufen kann. Eingelaufener Filter ist ja da, Bodengrund müsste noch rein, ein bisschen was an Dekoration und dann könnten auch gleich schon die Fische mit dazu. Das wäre eigentlich überhaupt kein Problem. 40 Liter hat die Box, 100 Liter hat das Becken, also überwiegend eingelaufenes, ja, eingelaufenes Wasser gibt es ja nicht, ne? Aber überwiegend brauchbares Wasser wäre vorhanden. Das Ganze wäre dann quasi ein großer Wasserwechsel für die Tiere. Entsprechend schauen wir mal, ob ich morgen die Gelegenheit hinbekomme. Hängt doch immer so ein bisschen von meiner Frau ab, ne? Was sie gerade hat und was sie tun muss und überhaupt, ob ich dann hier im Wohnzimmer überhaupt filmen kann. Aber gut, so war es, so ist es. Oder so war es in den letzten Monaten, so wird es auch immer sein, ne, solange wir hier eben hier noch wohnen. Das ist dann mit Sicherheit ein Thema, was wir dann nächstes Jahr in aller Ruhe dann auch angehen könnten, um ja, die allgemeine Situation stetig und immer weiter ein klein wenig zu verbessern. So, in dem Sinne, Deckelchen drauf für heute. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.